Joe Biden, der 46. Präsident der USA. Und dann werden die Aktienkurse wieder so richtig in den Keller rasseln. Das meinen zumindest viele Republikaner, die von sich aus behaupten, dass sie die bessere Wirtschaftspolitik betreiben. Ob das wirklich stimmt und ob Joe Biden wirklich für schlechte Stimmung an den Börsen sorgen wird, das sehen wir uns in diesem Video an. Wenn du mehr zu den Themen Investments und passives Einkommen erfahren möchtest, dann like dieses Video und abonniere meinen neuen Kanal Frühpension. Auch wenn es manch einer noch nicht so wahrhaben möchte, sieht es derzeit so aus, als hätten wir nach 4 Jahren wieder ein US-amerikanisches Staatsoberhaupt der Demokratischen Partei. Der amerikanische Präsident führt nicht nur die größte Volkswirtschaft der Welt an, er wird von vielen auch als der mächtigste Politiker der Welt bezeichnet. Entscheidungen, die für Amerika getroffen werden, haben oft auch Auswirkungen auf die globale Wirtschaft. Und auch Anleger in Deutschland und Österreich werden diese Auswirkungen spüren. Wenn sie zum Beispiel in populäre ETFs investiert sind, die amerikanische Unternehmen tracken, wie den S&P 500, oder weil sie in amerikanische Einzeltitel investiert sind, oder aber auch, weil sie in europäische Einzeltitel investiert sind, die wiederum sehr stark abhängig sind von der amerikanischen Wirtschaft. Aber Frühpension, deswegen investiere ich ja noch diversifizierter und investiere zum Beispiel in den MSCI World. Ja, das ist natürlich richtig, wenn man in den MSCI World investiert, investiert man in Aktien auf der ganzen Welt. Aber auch hier muss man sich im Klaren sein, dass der Anteil amerikanischer Aktien am MSCI World 66% beträgt. Das heißt, 2/3 vom MSCI World sind amerikanische Titel und hier habe ich natürlich eine starke Abhängigkeit von der amerikanischen Wirtschaft und das verbleibende Drittel Aktien aus Europa, Japan, aus der übrigen Welt sind natürlich auch stark abhängig von der amerikanischen Wirtschaft. Weil ich selbst in den S&P 500 und einzelne amerikanische Aktien investiert bin und ihr vielleicht auch, habe ich mich durch das Wahlkampfprogramm von Joe Biden gekämpft. Und zusätzlich habe ich mir angesehen, wie sich die US-Wirtschaft, vor allem der S&P 500, entwickelt hat unter Zugrundelegung der jeweiligen US-Präsidenten. Und das sehen wir uns jetzt an. Obwohl Trump und sein Anwaltsteam rund um Rudy Giuliani alles versuchen, um das zu verhindern, wird am 20. Jänner Joe Biden als 46. US-Präsident ins Weiße Haus einziehen. Erster Tagesordnungspunkt wird natürlich sein, seine neue Bleibe umzudekorieren. Und dann kommen aber die großen Brocken. Umgang mit Corona, Steuerreform, Krankenversicherungsreform, Big Tech und natürlich auch der Klimaschutz. Sehen wir uns jetzt die einzelnen Punkte von Bidens Wirtschaftsagenda an und starten wir mit dem allerwichtigsten, mit dem allerdringlichsten Thema. Wie geht man mit Corona um und was macht man, um die Wirtschaft zu unterstützen? Hier haben die Demokraten in den letzten Monaten großflächige und weitreichende Stimuluspakete gefordert. Zum einen fordern sie, dass die bereits bestehenden Hilfeleistungen und Hilfestellungen weitergeführt werden sollen. Und zum anderen fordern sie eine Schnürung eines noch größeren Stimuluspakets in der Höhe von bis zu 3 Billionen US-Dollar. Der Streitpunkt ist nicht, ob eine Hilfe geschaffen werden soll für die US-Wirtschaft. Das steht außer Streit. Es ist vielmehr die Frage, wie hoch dieses Stimuluspaket sein soll. Und hier gehen die Meinungen zwischen Republikanern und Demokraten weit auseinander. Die Demokraten fordern ein größeres Stimuluspaket und die Republikaner ein kleineres. Da der Senat aber weiterhin eine republikanische Mehrheit haben wird, ist nicht davon auszugehen, dass Biden hier mit seinen Billionenvorhaben durchmarschieren wird. Es wird aber derzeit davon ausgegangen, dass ein Paket zumindest in der Höhe von mehreren hunderten Milliarden Dollar geschnürt wird und die Märkte haben sehr positiv auf diese Signale reagiert. Kommen wir nun zu den Steuern. Von allen Vorschlägen, die Joe Biden in seinem Wirtschaftsprogramm präsentiert hat, könnte das Thema sein, das die Aktienmärkte am stärksten und am direktesten betrifft. Und bei allen ausgabenseitigen Initiativen, die Joe Biden vorhat, braucht auch einen Mechanismus zur Gegenfinanzierung. Konkret plant Joe Biden, den Steuersatz auf Unternehmen zu erhöhen, also die Körperschaftssteuer zu erhöhen und gleichzeitig auch den Spitzensteuersatz für Besserverdiener zu erhöhen. Die große Investmentbank Goldman Sachs schätzt, dass die Gewinne der S&P 500 Unternehmen aufgrund dieser höheren Steuern eben fallen werden um bis zu 0,7% pro Jahr, was umgelegt auf den Wert des Index einen Rückgang von bis zu 9% entsprechen könnte. Ob dieser Wertverfall sich wirklich einstellen wird, kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, aber von der grundlegenden Argumentation hat Goldman Sachs da natürlich recht. Höhere Steuern heißt geringere Gewinne und somit auch geringere Aktienkurse. Aber auch hier kann man Entwarnung geben, weil ohne einen demokratischen Senat, also eine Mehrheit der Demokraten im Senat, ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine radikale Erhöhung der Körperschaftssteuer und der Erhöhung der Spitzensteuersätze in Amerika in den nächsten 4 Jahren stattfinden wird. Kommen wir nun zum dritten Thema, den Krankenversicherungen. Hier hat Joe Biden vorgeschlagen, den Affordable Care Act zu erweitern, um so staatliche Krankenversicherungen durch Subventionen zu stärken, um sie so zu echten Alternativen zu machen zu den privaten, bereits bestehenden Versicherern. Biden hat auch vorgeschlagen, es Medicare zu ermöglichen,
Arzneimittelpreise direkt zu verhandeln und möchte eine neue Gesetzgebung, die verhindern soll, dass so absurd hohe und überraschende Kosten für medizinische Behandlungen auftreten. Und zu diesen absurd hohen Krankenhausrechnungen, da kennt ja jeder irgendeine Horrorgeschichte. Ich kann nur sagen, bei uns in der Familie war zum Beispiel mal mein Großvater in Amerika auf Urlaub und musste dort 2 Tage ins Spital. Und als er dann nach 2 Tagen wieder entlassen wurde, da ging es ihm gleich noch schlechter, als bevor er ins Krankenhaus ging, weil er dann die Rechnung für den Krankenhausaufenthalt präsentiert bekommen hat. Und da wurden ihm fast $40.000 in Rechnung gestellt. Und er hatte eine Krankenversicherung, die das Gott sei Dank übernommen hat. Aber wenn man sich vorstellt, man hat keine Versicherung, die so einen Betrag übernimmt, kann man sich vorstellen, was das für eine Last für die Gesellschaft erzeugt. Kommen wir nun zum Haupttreiber der Aktienrallye der letzten Jahre, Big Tech. Die großen Tech-Konzerne wie Google, Facebook, Apple, wie sie alle heißen, haben in den letzten Jahren unglaubliche Marktkapitalisierungen angehäuft und gleichzeitig werden sie immer kritischer von europäischen und auch amerikanischen Behörden beobachtet. Joe Biden hat in den letzten Jahren einige Male angekündigt, er würde den Paragraph 230 des US Telecommunications Acts ändern. Und dieser Paragraph ist unglaublich kritisch, weil in diesem Paragraph wird geregelt, wer für die Inhalte verantwortlich ist, die auf diesen Plattformen geteilt wird. Und das ist am Schluss immer der User und nicht die Plattform selbst. Das heißt, es gibt aktuell keine Möglichkeit, die Plattform zu belangen für Inhalte, die auf den Plattformen geteilt werden. Sollte das aber geändert werden, dann hätte man eine Handhabe, gegen diese Plattformen vorzugehen. Und das wäre natürlich auch ein Riesenproblem für das Geschäftsmodell von diesen Social-Media-Konzernen. Und wie so oft wird wahrscheinlich auch bei diesem Thema heißer gekocht als gegessen. Auch Donald Trump hatte schon angedroht, diesen Paragraph 230 umzuändern. Bisher ist aber noch nichts passiert. Und wenn man sich das Kabinett ansieht von Joe Biden, allen voran seiner Vice President Kamala Harris, die jahrelang in Kalifornien Generalstaatsanwältin war, und Kalifornien ist ja Heimat vieler von diesen großen Tech-Konzernen, hatte sie einige große Akquisitionen, die sie mitgesehen hat, wie zum Beispiel der Kauf von WhatsApp durch Facebook, wo sie unter großer Kritik eigentlich nicht eingeschritten ist und da keine großen Blöcke in den Weg gelegt hat. Also man wird sich aus den engsten Reihen von Joe Biden nicht allzu viel Kritik gegenüber den Social-Media-Giganten gefallen lassen müssen. Und deswegen kann man hier wahrscheinlich auch Entwarnung geben, dass diese großen Preistreiber der letzten Jahre auch weiterhin eine solide Geschäftsbasis haben werden. Kommen wir nun zum letzten Punkt auf Joe Bidens Agenda, der Klimaschutz. Wenn es eine Angelegenheit gibt, der Donald Trump so sprichwörtlich wirklich den Mittelfinger gezeigt hat, dann ist es wohl der Klimaschutz. Öffentlichkeitswirksam wollte Donald Trump aus den Pariser Verträgen austreten, einem der wichtigsten Frameworks für Klimaschutz auf der ganzen Welt, und war dann im kleinen Kreis von 7 Staaten auf der Welt, die nicht Teil der Pariser Verträge sind. Hier gibt es aber ein klares Bekenntnis von Joe Biden, in die Pariser Verträge wieder einzutreten, und generell hat er sich Klimaschutz sehr stark auf die Fahnen geschrieben. So sollen 2 Billionen US-Dollar locker gemacht werden für die CO2-neutrale Energiegewinnung, vermehrt Elektroautos und auch energieeffizientere Häuser. Konkret hat Biden vor, die Energiegewinnung bis 2035 auf CO2-Neutralität umzustellen, und das Gleiche auch für die Industrie möchte er schaffen bis 2050. Das könnte natürlich bedeuten, dass die ganzen Ölwerte wieder unter die Räder kommen, so wie die letzten Jahre auch schon. Aber auch hier darf man wieder die Rolle des Präsidenten nicht überschätzen und auch die Rolle eines einzelnen Landes. Das sieht man gerade bei den Ölwerten, obwohl Donald Trump der Öllobby gegenüber sehr freundlich gesinnt war, hatten die Ölwerte eine schwierige Zeit in den letzten 4 Jahren, weil die internationale Nachfrage nach und nach gesunken ist. Man könnte jetzt natürlich also die Gunst der Stunde nutzen, um sich Aktien anzusehen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien oder auch vielleicht Elektromobilität. Aber insgesamt ist, glaube ich, das Paket im Zusammenhang mit dem Klimaschutzgedanken von Joe Biden nicht schlagkräftig genug, dass es die Aktienmärkte wirklich erschüttern würde. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es wohl eine stärkere Einmischung des Staates in die Wirtschaft geben wird. Und da kommt natürlich immer reflexartig der Schrei der Republikaner, dass zu viel staatliche Einmischung immer schlecht fürs Geschäft ist. Die Republikaner meinen ja auch darüber hinausgehend, dass sie insgesamt die bessere Partei sind, wenn es um Wirtschaftsfragen geht. Und das wollen wir uns jetzt in diesem nächsten Segment des Videos ansehen. Jetzt lässt sich natürlich darüber streiten, an welchem Faktor man erkennt, ob eine Wirtschaft erfolgreich ist oder nicht. Und in Wahrheit sind es ja eine Reihe an Faktoren, an denen man das ablesen könnte. Zum einen ist es die Arbeitslosenzahl, die Inflation, wie das Vermögen in der Bevölkerung aufgeteilt ist und viele andere auch. Aber wenn es eine Sache sind, wo sich alle Republikaner einig sind, dann ist es, dass der Erfolg der Wirtschaft am S&P 500 gemessen wird. Und auch wir wollen jetzt die Republikaner und auch die Demokraten
an dem S&P 500 messen und schauen, welche von diesen beiden Parteien und welche Präsidenten besonders erfolgreich waren. Der mit Abstand erfolgreichste Präsident war Bill Clinton, ein demokratischer Präsident, der in seinen 8 Jahren den S&P 500 pro Jahr um 16,5% ansteigen ließ. Bill Clinton hatte natürlich ein bisschen Glück. Das war gerade die Phase, als das Internet wirklich Fahrt aufgenommen hat, der erste Internetboom stattgefunden hat und auch gegipfelt hat in der Dotcom-Blase. Und das Anwachsen der Dotcom-Blase hat Bill Clinton noch miterlebt. Das Platzen der Blase war dann aber schon die Sache eines Folgepräsidenten. Den zweiten Platz teilen sich tatsächlich zwei Republikaner, zum einen George Bush Senior und Donald Trump. Bei Donald Trump ist natürlich noch nicht ganz klar, wie hoch das Wachstum des S&P 500 ausfallen wird, weil er doch noch ein paar Wochen im Amt hat. Aber aktuell stehen beide bei einem Year-on-Year-Wachstum von 11,5%, also auch ein sehr, sehr starkes Wachstum in diesem Zeitraum. Und jetzt kommen wir zum letzten und wichtigsten Punkt. Jetzt haben wir uns angesehen, wie sich der S&P 500 verändert hat bei republikanischen Präsidenten und bei demokratischen Präsidenten. Und hier sieht man ganz klar, dass bei den demokratischen Präsidenten der S&P 500 im Jahr im Schnitt um 9,4% gewachsen ist und bei den republikanischen Präsidenten hingegen nur um 6,5%. Also um ein Drittel weniger als bei den demokratischen Präsidenten. So, jetzt haben wir uns das Wahlkampfprogramm von Joe Biden angesehen und uns auch angesehen, ob der S&P 500 stärker bei republikanischen Präsidenten wächst oder eben bei demokratischen Präsidenten. Die wohl allerwichtigste Erkenntnis für langfristige Investoren ist aber die, dass der S&P 500 seit 1960 bei jedem Präsidenten innerhalb der Amtszeit gestiegen ist. Es gab also immer einen positiven Return innerhalb des S&P 500, innerhalb der 4 oder 8 Jahre, solange ein Präsident eben Präsident war. Das heißt, wenn dein Anlagehorizont länger ist als 4 oder 8 Jahre, dann solltest du dir nicht allzu viele Gedanken machen, zumindest aus Investmentperspektive, wer jetzt gerade im Weißen Haus sitzt. Wie glaubst du, wird sich Joe Biden auf die Wirtschaft auswirken? Lass es mich in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne viel Spaß beim Durchschmökern des Wahlkampfprogrammes und bis zum nächsten Mal.